So, da bin ich schon wieder bei einem neuen Video. Willkommen zu einem neuen Fitness-Game. Ja, leider ist es ein kleines bisschen verspätet. Das Spiel kam tatsächlich schon Ende Mai raus. Aber ihr habt es vielleicht mitgekriegt, zumindest die, die schon etwas länger auf meinem Kanal sind. Leider wurde mein Kanal gehackt, deswegen konnte ich 2 Monate lang nichts auf meinen Kanal hochladen. Geschweige denn, ihr konntet 2 Monate lang nichts darauf sehen. Er war nämlich wirklich gesperrt. Und deswegen ist es ein bisschen verspätet. Jetzt habe ich den Kanal wieder zurück und jetzt möchte ich das nachholen, was ich eigentlich vorhatte, denn ich wollte euch dieses Spiel vorstellen. Allerdings erstmal nur die Demo. Ich erkläre euch auch später, warum ich mich erstmal nur für die Demo entschieden habe. Dazu allerdings dann später. Jetzt gucken wir uns einfach mal kurz an, was es mit diesem Spiel eigentlich auf sich hat. Das Ganze nennt sich Fitness Circuit und es hat tatsächlich meiner Meinung nach einen ziemlich guten Twist im Gegensatz zu den anderen Sportspielen, die man auf der Nintendo Switch bekommen kann. Mittlerweile gibt es ja Unmengen, die für jeden Geschmack irgendwas bereithalten, aber dieses Spiel hat tatsächlich etwas, was die anderen Spiele nicht haben oder zumindest fast alle nicht haben. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was mit der Demo auf sich hat. Die könnt ihr euch alle selber runterladen aus dem eShop, wenn ihr wollt. Die Demo ist offensichtlich, wie man lesen kann, ist beschränkt auf 5 Tage Spielzeit, damit du Einblicke erhältst, wie das Super-Zirkeltraining funktioniert. Genau. Funktioniere, Controller. Der Controller funktioniert nicht. Los, funktioniere jetzt. Hallo? Sie wollen nicht funktionieren. Funktioniere! Der fängt ja schon gut an mit dem Spiel. Der Controller funktioniert nicht. Dann nehme ich halt erstmal den da. So, ich nehme erstmal den Pro-Controller. Der ist eigentlich nicht dafür gedacht, aber gut. Drücke einen Knopf. Ich drücke einen Knopf. Willkommen im Extrempark! Sollen wir mit dem Aufwärmen beginnen? Boah, machen wir mal, ne? Ja, oder? Ich denke mal, jetzt wird man gefragt, also ich habe die Demo eigentlich schon getestet, ist aber auch schon wieder etwas länger her. Das war eben zu der Zeit, als es rausgekommen ist. Ne, beziehungsweise die Demo konnte man ja noch vor Release spielen. So, jetzt kommt das Aufwärmen. Ja, ich habe keine Muskeln, deswegen schwierig, das aufzuwärmen. Aber gut, ich probiere, ich gebe mein Bestes. Immer wieder Superheldenpose. Set your feet hip width apart. Hüftbreit auseinander, okay. Ah, Fersen heben. Ja, das ist ganz easy. So. Super. Ja, das Spiel kostet tatsächlich, wenn ich es richtig noch gesehen habe, 40 Euro. Gibt es allerdings auch als Retail-Variante, also ihr müsst es euch nicht downloaden. Ihr könnt es auch als Retail-Variante holen, wenn ihr wollt. Ist jedem selbst überlassen. Ich bin da persönlich jetzt mittlerweile nicht mehr so der Sammler von Retail-Versionen. Nicht mehr ganz so viel wie am Anfang, weißt du? Also, früher war ich auch der absolute Sammler, aber mittlerweile platzt mein Regal aus allen Nähten, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich das wirklich noch durchziehen will. Aber für alle, die es haben wollen, ne? Ich musste meinen Boden mal wieder sauber machen. Ich habe den ganzen Dreck hinter meinen... Ups. Unter meinen Füßen. Let's loosen up our knees. Extend your arms behind your hips as you crouch. Das zieht wirklich. Lean forward and keep your shoulders level. Gradually lower your hips. Also noch weiter runter, oh Gott, und dann wieder hoch? Okay, jetzt habe ich es. Wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gemacht. Das Aufwärmen ist sowieso so eine Sache. Ich persönlich halte ja gar nichts vom Aufwärmen, weil ich immer denke, die Fitnessspiele sind nicht so weit. Der Aktivität sind sie nicht so krass, dass sie mich jetzt deswegen so stark fordern würden, dass ich irgendwie anfangen würde, Schwierigkeiten zu kriegen. Aber das ist bei jedem anders. Der eine muss sich mehr aufwärmen als der andere. Ich mache ja so auch Übungen zu Hause, die jetzt zum Beispiel nichts mit einem Fitnessspiel zu tun haben, sondern einfach mit einem Gymnastikball oder mit einem Fitnessball oder sonst irgendwas. Oh, guck mal, jetzt Flossen. Nee, das hat nichts mit Fortnite zu tun, liebe Leute. Wenn es nach mir ginge, hätte es jetzt nicht unbedingt ein neues Fitnessspiel gebraucht. Achso, warte mal. Ups. Ich mache gerade irgendwie alles falsch, habe ich das Gefühl. So, ja, so bin ich richtig. So ist richtig. Also von meiner Seite hätte es kein neues Fitnessspiel gebraucht, aber die Switch ist ja echt schon extrem krass, was Fitnessspiele angeht. Das muss man schon ehrlich mal zugeben. Da gibt es wirklich die meisten, ne?
rotate your pelvis to the left. Ich habe mich tatsächlich für den Urlaub wieder ein kleines bisschen trainiert, ich mich selber sozusagen, habe wieder ein kleines bisschen dran gearbeitet an meiner Strandfigur und habe sogar nach dem Urlaub weitergemacht. Es war All-Inclusive-Urlaub, habe wieder alles reingefressen, dann, als ich im Urlaub war. Und jetzt ist wieder ein bisschen mehr drauf gewesen, aber jetzt habe ich tatsächlich auch wieder ein bisschen trotzdem weitergemacht und bin eigentlich gerade aktuell ziemlich zufrieden mit meinem Fitness-Level und bin gespannt, ob dieses Spiel mich ab aktuellen Stand, wo ich gerade bin, abholen kann oder ob ich sage, ja nee, das muss es halt echt nicht sein. Bein nach hinten, Entschuldigung, hab ich nicht gemacht. Und jetzt. Hui! Und das Ganze noch auf der linken Seite, ne? Wahrscheinlich. Pull your left leg back diagonally. Left arm up, right arm down. Ja, also es ist bei jedem anders. Der eine mehr, der andere weniger. Ich bin auch schon manchmal an Leveln gewesen, wo ich sage, ja, mein Fitnesslevel ist gerade nicht so gut. Da bin ich dann froh gewesen, wenn ich das Spiel nicht ganz so gefordert hat. Aber mittlerweile würde ich eher sagen, das Spiel könnte mich ruhig ein bisschen fordern. Und ich werde euch auch gleich die Besonderheiten in diesem Spiel zeigen, die ich persönlich aber, und das kommt auch zu einem Negativpunkt, wo ich sage, den ich jetzt persönlich erkannt habe schon in dem Spiel und deswegen unsicher bin, ob ich es kaufen soll. Also, die Füße nach innen habe ich gerade gar nicht gesehen. Es kommt zu einem Negativpunkt. Der größte Vorteil an diesem Spiel ist meiner Meinung nach auch schon der größte Nachteil an dem Spiel. Denn die haben es nicht wirklich gut umgesetzt. Die Spannung steigt. Ich erkläre euch gleich, was gemeint ist. Am besten halt, wenn es kommt, weißt du, wenn es gezeigt wird. Dann zeige ich euch am besten, was gemeint ist. Aber man merkt schon das Stretchen, also... Man merkt es schon ein kleines bisschen. Oh, ups. Ja, das darf eigentlich nicht passieren hier, Bildschirmschoner. So. Da hätten wir die Aufwärmphase hinter uns von 7 Minuten. There are many different rewards for ranking up. We'll get them together. Ja, immer schön die Posen machen, immer schön super drauf sein, so wie die Leute da. Ist ganz klar, auch beim Zumba, immer lächeln. So, genau. Also ihr seht schon, ich mache da nichts und ihr könnt auch in der Demo-Version auch nicht groß viel machen. Also vieles könnt ihr nicht machen. Ihr habt jetzt die Runner-Funktion, ihr habt Main-Menu und täglicher Zirkel. Was bei diesem Spiel ganz, ganz wichtig ist, anscheinend gibt es tatsächlich die Möglichkeit hier, und das ist der größte Vorteil meiner Meinung nach, die Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu messen im Online-Mode. Das heißt, wenn andere Leute das spielen, könnt ihr... Entweder gleichzeitig, das habe ich noch nicht rausgefunden, weil das halt in der Demo-Version nicht drin ist, entweder gleichzeitig mit anderen gegeneinander spielen, hätten wir zum Beispiel im Livestream machen können, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, dieses Spiel zu kaufen und ihr es ebenfalls, hätten wir es jetzt im Livestream gegeneinander antreten können. Oder man nimmt halt eben quasi seine Bestleistung und tritt gegen jemand anderen an, gegen den seine Bestleistung. Das ist jetzt aber mal ein bisschen dahingestellt, das kann ich euch nicht zeigen, deswegen habe ich es jetzt vorweggenommen, weil es eben in der Demo-Version nicht vorhanden ist. Jetzt gucken wir uns mal den täglichen Zirkel an, der wird das Standardding sein, was wahrscheinlich die meisten von euch am ehesten interessiert, weil es halt wirklich um die, ja, wie man es hier sehen kann. Ich gehe mal auf Lass mich schwitzen. Ah, siehst du, auch das ist nicht in der Demo-Version verfügbar. Dann machen wir halt das Standardtraining. Genau. Versuchen wir einfach mal das Standardtraining von 10 Minuten. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Ich bin mal gespannt. Man braucht offensichtlich jetzt doch keine Joy-Cons. Ich dachte, man bräuchte die. Bis jetzt werde ich nicht gefragt danach. Also, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich die brauchte oder nicht. Deswegen habe ich es jetzt erst mit dem Pro Controller gestartet. This is the training plan for today. This is for today. Oh my goodness. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Gut, jetzt werden wir gefragt. Jetzt sollte es hoffentlich auch funktionieren. Ja, sehr schön. Gut. Gut. Ja, die Schlaufen stellt ihr euch jetzt vor. Ich habe ganz, ganz durchsichtige Schlaufen, weißt du? Die sieht man nicht so. Ich habe keinen Bock, die zu holen. Marschieren. Oh Gott. Genau. Und hier sieht man es jetzt. Eine coole Sache ist, man hat das Gefühl, in einem Adventure zu sein. Ring Fit Adventure lässt grüßen. Ring Fit Adventure lässt grüßen. Aber du siehst nicht viel davon. Du bist so fokussiert auf deine Aufgabe, dass du nicht viel erkennen kannst davon, was du hier gerade machen musst. An
an Adventure, sag ich jetzt mal so. Ich achte zum Beispiel immer auf diese kleine gelbe Figur oben rechts. Auf die achte ich am meisten. Nicht auf diese Anzeige, ob es cool oder great oder was weiß ich gemacht wurde. Sondern ich achte eigentlich immer auf diese gelbe Figur. Das würde ich an eurer Stelle halt eben auch machen. Oh, eine Belohnung kriegt. Sowas mag ich übrigens immer. Wenn man Belohnungen kriegen kann in Spielen, ist das für mich immer eine super Sache. Okay. Time to start. Okay. Okay, diese Übung kannte ich jetzt noch nicht. Wieso bin ich daneben? Okay, das habe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich mach's richtig. Hä? Ja, was denn? Ah, ich habe die Joy-Cons falsch gehalten, oder wie? Okay, ich verstehe es nicht, was ich falsch mache. Muss ich sie andersrum halten? Hä? Okay, ich glaube, ich habe sie falsch rumgehalten. Hä? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch die Übung genauso gemacht, wie es da stand. Ja, das war ganz toll. Fehlgeschlagen. Das war super. Okay, das ist natürlich jetzt auch etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Gut, kann auch mein Fehler gewesen sein. Ich weiß es nicht. Right, left, right, left, right, left, right. Schon wieder daneben. Was mache ich denn falsch? Okay, time to start. Start. Okay, jetzt mache ich es richtig. Okay, jetzt habe ich es richtig gemacht. Also für alle Zuschauer ist es vielleicht eine coole Sache, dass man hier quasi so ein kleines Adventure am Laufen hat. Achso, ich muss die Arme strecken übrigens. Das habe ich irgendwie nicht gemacht. Okay. Also man muss die Übung natürlich auch kennen, ist ganz klar. Ich spiele das jetzt hier zum zweiten Mal. Das letzte Mal vor über einem Monat. Deswegen ist natürlich klar, dass nicht immer alles sitzt. Ist natürlich logisch. Also macht jetzt nicht unbedingt gerade von dem, wie ich jetzt meine Wertungen habe. Oh Gott, ich merke es aber schon. Wie ich die Wertungen habe, macht bitte nicht danach aus, ob das Spiel gut ist oder nicht. Left and right. Pull. Okay. Start. Start. Lift your heels, alternating left and right. One, two, one, two, right. Aber ich muss die Beine zusammen machen. Left and right. Pull. Left and right. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich... Ich mache es jetzt eigentlich wieder richtig, falsch, oder? Ah, ich muss die Arme, glaube ich, ein bisschen weiter zusammen machen, oder nicht? One, two, that's the way. That's it. Okay, ein bisschen Übung braucht es wirklich. Also irgendwie richtig funzen tut's nicht. Bei mir jetzt gerade. Die Übungen sind aber tatsächlich ganz gut. Um jetzt mal was über die Übungen zu sagen und nicht über die Wertung. Wir kennen das zum Beispiel von Just Dance. Viele Leute sagen, die Wertungen bei Just Dance sind absolut scheiße. Gibt's manchmal auch wirklich. Also gerade wenn ihr mit dem Handy spielt Just Dance, sind die Wertungen nicht so besonders gut. Aber... Also... sind die Bewertungen nicht ganz gut, aber ihr solltet ja auch wegen den Übungen und nicht nur wegen den Bewertungen spielen. Die Bewertungen machen natürlich einen großen Spielspaß aus. Ihr wollt, gerade wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Online-Modus habt, wo ihr euch gegen andere messen könnt, ist die Bewertung natürlich nicht unwichtig. Aber ihr solltet es ja hauptsächlich wegen den Übungen machen, um euch quasi selbst durch das Spiel zu motivieren. Und wenn euch das wichtig ist, dann muss ich sagen, sind die Übungen und die Akkuratanzeige, wie ihr sehen könnt, meistens ganz stabil. Das habe ich auch beim ersten Test gemerkt, das konnte ich mich noch daran erinnern. Beim ersten Test des Spiels habe ich damit auch keine Probleme gehabt. Das war eigentlich ganz gut. Hier und da verhunzt sich mal, jetzt ist perfekt gewesen, hier und da verhunzt sich mal eine Wertung, ist klar, aber da fehlt halt die Übung drin. Wenn ihr das regelmäßig macht, ist die halt drin. Also da kann man schon sagen, okay, ist okay. So, warte.
Oh Gott, was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Okay, das ist irgendwie cool, aber irgendwie auch komisch. Okay. Oh, das ist Inlineskaten. Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr Inlineskaten gewesen bin? Die 90er sind schon seit 20 Jahren vorbei. Aber ich sehe tatsächlich immer mal wieder jemanden Inlineskaten. Also die ganz alten Rollschuhe, die man jetzt vielleicht nicht mehr so kennt. Die ganz alten Rollschuhe, die aus den 80ern, die sieht man tatsächlich wahnsinnig selten. Aber auch Inlineskates sieht man nicht so häufig. Aber hin und wieder sehe ich mal irgendjemanden draußen, der tatsächlich mit Inlineskates unterwegs ist. Was ich mega cool finde. Irgendwie hätte ich auch mal wieder Bock dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch könnte. So, ja, ist okay. Das habe ich ja zum Beispiel auch noch gar nicht gekannt. Teilweise kenne ich die Übungen nicht, weil die halt eben irgendwie neu dazugekommen sind in dieser Demo-Phase jetzt. Hui. Intervallende. Wie viele Intervalle gibt's? 2, 3? Aber überspringen das jetzt einfach mal. Weil ein Video darf nicht zu lang gehen. Dann sitze ich hier ewig und schwall euch was vom Ohr. Ah, guck mal, jetzt können wir marschieren nochmal. Ich habe das falsche Bein genommen. So, aber das hat ja vorhin auch ziemlich gut funktioniert. Genau, 2 Sätze machen wir. Und es ist natürlich alles Einstellungssache. In der Demo kann man noch nicht so viel machen. Aber wie wir es jetzt zum Beispiel bei anderen Spielen kennen, wie zum Beispiel, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein. Ring Fit Adventure ist halt das, was mir immer als erstes einfällt. Let's Get Fit. Ein übrigens sehr, sehr geiles Sportspiel. Also neben Ring Fit Adventure würde ich sagen, ich kann ja mal irgendwann ein Ranking machen mit meinen Lieblings-Fitness-Spielen. Neben Ring Fit Adventure muss ich sagen, ist Let's Get Fit mein Favorit von den Fitnessspielen, muss ich sagen. Fitnessboxing ist okay, wenn man es geübt hat und wenn man die Moves richtig macht, erstrengt es einen schon an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nur dieses Boxen und ein bisschen Treten hat mich nie so abgeholt. So. Ah, guck mal, jetzt geht's. Jetzt halte ich den Joy-Con wahrscheinlich richtig. Ja, jetzt funktioniert's. Okay, ein bisschen Konzentration. Aber wieso wird das andere nur als okay angezeigt? Das verstehe ich nicht ganz. Das unten funktioniert, aber das oben nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ist es besser geworden? Offensichtlich ist es wirklich eine Übungssache. Ich habe es zumindest mal abgeschlossen. Nicht abgebrochen, sondern abgeschlossen. Aber es ist trotzdem nur 80% gewesen, ja. So ein bisschen schade. Yeah, 3. Dafür kriege ich den Side-Job. Aber es strengt schon an. Es kann natürlich auch an der Hitze liegen, hier gerade 27 Grad. Kann natürlich auch daran liegen. Okay, time to start. Start. Okay, jetzt. Raise your knees outward and bring your elbow down to the side. Ah, und nach oben die Arme, genau. 2, 1, 2, could work. 1, 2, out. Wieso immer daneben? Was mache ich denn falsch? Out. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ich mach's eigentlich richtig, dachte ich. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich versuche auch ein bisschen auszuprobieren die ganze Zeit. Ja, ich habe gerade ein bisschen ausprobiert. Es ist eine Übungssache. Kann man aber auch als Kritikpunkt zählen bei diesem Spiel, dass offensichtlich die Übungen nicht ganz so einfach zu machen sind. Gerade bei Ring Fit Adventure habe ich auch von vielen gehört, dass... Nee, Quatsch, bei Let's Get Fit war das auch so. Dass tatsächlich manche Wertungen nicht richtig gezählt haben. Und ich glaube, es geht hier um die um das akkurate Sein der Joy-Cons, kann man das so sagen? Das ist gutes Deutsch.
Ich glaube, die Joy-Cons müssen halt so akkurat wie möglich sein. In diesem Fall so waagerecht wie möglich, glaube ich. Weil dann kann man ja sehen, dass es tatsächlich auch gewertet wird. Vielleicht habe ich sie auch gerade zu schräg gehalten in der Übung. Aber das sind halt alles Übungssachen. Aber das war anscheinend bei Let's Get Fit nicht unähnlich. Und da gab es auch einige Leute, die sagen, ja, Let's Get Fit finde ich schon geil. Aber es wird nicht alles gewertet, was ich gern hätte. Und ja, wie gesagt, das ist so die Just Dance-Krankheit, die ich kenne. Bei Just Dance ist auch ganz schlimm. Gibt es manche Songs, bei denen kriege ich nicht mehr als 3-Sterne-Wertungen. Weil einfach nichts gewertet wird, egal wie akkurat du sie machst. So, warte, wie war das? Beinbeuge? So, aber die sitzt, ne? Ja. Mit Beinen kann ich! Ein bisschen Skifahren. Ich hasse Skifahren übrigens, Leute, ne? War dreimal in meinem Leben Skifahren. Nie wieder. Weil ich sag, muss das nicht. Ich bin einmal sogar richtig krass gestürzt. Soll natürlich kein Grund sein, warum man aufhört, nur weil man stürzt. Aber ich, mir liegt's halt auch nicht. Oh, ups. Aussehen gedrückt. Mir liegt's halt auch nicht, ne? Es ist halt nicht so mein Sport. Generell, ich bin halt nicht so der Sportler. Richtige Sportarten bin ich ganz raus. Ich habe keinen Bock auf irgendwas. Dann lieber Gymnastik. Oder sowas hier. Fitness, Gymnastik, da bin ich dabei. Aber richtige Sportarten, kannst mich jagen mit. Oh. So, aber reden neben dem Sport ist immer noch eine schwierige Sache. Bitte bedenkt das, wenn ich hier so rumstöhne. Achso, jetzt ist das wieder. Bisschen Scheiben wischen. So wirkt es auch ein bisschen, ne? Aber ich meine, wer so seine Scheiben wischt, der ist auch ein bisschen komisch, oder? Also, sie wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus Scheibenwischen und Ausdruckstanz. Und wenn du ganz, ganz viel Fantasie hast, noch irgendwas mit Inline-Skate. Aber wer fährt so Inliner? Also zumindest nicht mit den Armen raus. Ich bleib bei Ausdruckstanz. Mit ein bisschen Scheibenwischmittel. Aber man bewegt sich wenigstens. Also man kann nicht sagen, dass es eine unnütze Bewegung ist. Ich merke schon, dass man gewisse Partien im Körper beansprucht. Man könnte natürlich auch ein bisschen mehr in die Beine gehen. Also ich habe vielleicht noch ein bisschen wenig gestreckt. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen am Ende. Dass man sich vielleicht ein bisschen mehr strecken könnte. Dann würde man es auch ein bisschen mehr spüren. Aber, also unnütz würde ich sie jetzt nicht interpretieren, aber sie gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten, ne? So. Gut. 40 Kalorien verbrannt. Das ist übrigens noch nicht mal ein Toffifee. Für all die da draußen, denen ich jetzt das Essen madig machen möchte, ja, ihr habt mir ja gerade zugeguckt, während ich Sport gemacht habe und ihr habt wahrscheinlich was gegessen, oder zumindest ein paar von euch haben was gegessen, das, was ich jetzt verbrannt habe, ist noch nicht mal ein Toffifee. Ein Toffifee hat nämlich 45 Kalorien. So Leute, jetzt kommt ihr. Ihr müsst genau das, was ich jetzt gemacht habe, müsst ihr machen und noch mehr, um ein Toffifee zu verbrennen. So. Gut, ist natürlich jetzt keine Spitzenleistung gewesen, wie gesagt, ist ja keine Standardsituation für mich. Ich musste ja erstmal reinfinden und ich würde euch auch gerne mehr zeigen, aber all die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, vor allen Dingen der Preis von 40 Euro, hat mich vorerst abschrecken lassen davor, dieses Spiel zu kaufen. Da kann ich jetzt hier natürlich jetzt noch ein bisschen was ändern. An den... Guck mal hier, da habe ich zuletzt gespielt, das Joy-Con Drift. Hör auf jetzt! Da habe ich zuletzt gespielt. Ne, das steht ja gar nicht, ne? Doch, am 20.04. Vor 2 Monaten! Vor genau 2 Monaten habe ich zuletzt gespielt. Krass! Also ist so, schon 2 Monate her. Deswegen nichts mehr gewusst davon. Die Demo gibt es halt schon eine ganze Weile. Das Spiel ist aber erst seit einem Monat draußen. Seit, ich glaube, ein bisschen weniger als einen Monat. Also das heißt, die Demo konnte man schon etwas früher spielen. Hätte ich euch gerne gezeigt. Wie gesagt, Kanal war nicht da. Aber um jetzt zum Schluss zu kommen, 40 Euro für dieses Spiel. Ich muss sagen, es gibt andere Sportspiele, die ich mehr priorisiere, wo ich sage, ja gut, die liegen mir einfach mehr. Aber ich überlasse es euch. Es könnte sein, dass ich vielleicht noch einen 2., 3., 4., 5. Part davon mache, wenn ihr denn Bock habt da drauf. Also ich bin ja eigentlich Fan von solchen Sportspielen und ich kann mir den
also ich habe, es kitzelt mir schon so ein bisschen in den Fingern, mir die Vollversion zu kaufen, um rauszufinden, was dahinter steckt. Allein schon der Online-Modus. Ich würde so gerne wissen, was dahinter steckt, was man da alles machen kann. Aber ich überlasse es euch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Anhand von Bewertungen kann ich es auch lesen, wie euch dieses Spiel gefällt. Ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann ein nächstes Mal im Stream oder im Video wieder. Und bis dahin immer schön fit bleiben. Ich drücke aufs Knöpfchen und sage Tschüss. Liebe Leute, macht's gut. Euer Tori.